Tag 2 der Pyrenäen-Tour. Und das Wetter ist sehr schön, die Sonne scheint. Ich lasse mal hier einmal rumblicken. Es ist 8.30 Uhr. Da haben wir genächtigt. Guck mal, da kommt jemand von seinem morgendlichen Spaziergang. Es sieht noch gut aus. Die Wetterprognosen für die nächsten Tage sind etwas bescheidener. Ab heute Abend, das sind die gefürchteten pyrenäischen Berghunde. Normalerweise sind sie etwas größer. Da war ein Fuchs drin, ne? Der hat auch kleinere, größere Ohren, ja. Da, nee, da keine... war ein Fuchs drin, allein am Schwanz erkennst du das. So, fast. Was ist denn los? Was ist denn los? Hat er die Tür aufgemacht? Hast du wieder vergessen? Ja. Also Wetterprognosen? Bescheiden. Also wir fahren heute nach Andorra oder versuchen es. Und so wie es aussieht, kriegen wir noch Scheißwetter. Also morgen ist Sonntag, 15. Mein Geburtstag. Nur so erwähnen. Ne? Könnt ihr jemand vergessen. Adresse für die Geschenke. Moment. Geben wir heute Abend noch weiter. Nee, es wird also morgen wahrscheinlich Geldgeschenke, den ganzen Tag. Geldgeschenke können ja auch drahtlos überwiesen werden. Genau. Muss ja nicht morgen wird es den ganzen Tag regnen. Also heute Abend gegen 18 Uhr, sagt die Brücke, so geht's los. Es sind aber noch gut 200 Kilometer und viel Schotter. Also ich glaube nicht, dass wir es wirklich schaffen. Mal schauen, mal gucken. Das schaffen wir. Man achte auf das Geheul der Wolfshunde. That shiny eyes may hate you, man.
dir kalt? Was? Ist dir kalt? Ein bisschen, ja. Ein bisschen kalte Finger. Das ist gut. Kannst du die Heizung anmachen? Ja, die. Die Sonne täuscht ein bisschen, gell? Ja. 13 Grad Fahrwind ist nicht so ganz so prickelnd. Der Fusta. Muss an die Stelle. Pinko. Die Hunde sind hier echt auf. Die sind nur auf Krawall, oder?
Ghosts don't eruption. They show you all I can suffer from your lack of consideration. From a town in a booze, chasing